Hallo und herzlich willkommen in einem Netz von Lügen. Denn das Mädchen, das wir vor kurzem noch geküsst haben, scheint nicht so recht das zu sein, was wir glauben. Ach du liebes Bisschen. Ah! Aua! So viel dazu. Zu den schwachen Frauen. Zu der Damsel in Distress. Von dem ich ja vor kurzem noch geredet habe. Wach auf! Guck dir das an, was deine Freundin mit uns macht. Wie das aussieht. So, und jetzt? Das können wir machen. Achso, wir können uns hier gemeinsam hin und her. Ja, genau. So. Liebes Spinnenfräulein. Mal gucken, wie viel Seide du aus deinem Hintern rauslassen kannst. So, jetzt ist sie sauer. So, jetzt aber hier. Kleine. Bang! Bang! Oh, halt, stopp. Hier so. Alter! Ah, wie fies. Das ist ja. Also, das wollte ich jetzt ja auch nicht, aber. Du hast es so gewollt. Hang! So, welcher Arm ist es diesmal? Der andere. Was heißt Arm? Das sind Beine. Und uns haben sie nochmal gefallen, diese Beine. Zack! Eins weniger. Jawohl. So, Achtung, ich muss mich immer fangen lassen. Zack. Der kleine Bruder ist aber immer da. Und Pam. So, jetzt wird es schon schwieriger, was? Mit drei Beinen. Da kann man schon nicht mehr so schnell springen. Pang. So, keine Gnade. Du wolltest uns fressen. Zack. Wie kann die überhaupt noch mit dem Körper hier... Boah, wie die jault. So, komm her. Dreh dich um. Das macht die aber nichts mehr anscheinend. Was passiert denn, wenn ich jetzt mit dem Großen dahin laufe? Na? Zack. Oh ja. Wir reißen ihr mindestens 6 Beine aus. So, jetzt ist sie natürlich sehr angreifbar und wir sind gnadenlos auf jeden Fall. Ach du liebes Bisschen. Hier bricht alles zusammen. Eissplitter, die Behausung von der Spinne irgendwie kaputt machen, glaube ich. Oder die Behausung der Spinne mal waren. Und uns geht's wirklich nicht gut. Das heißt, dem Großen geht's nicht gut. Erinnert fast so ein bisschen an die... Ach du Scheiße, wir lassen auch nichts aus irgendwie, ne? Der Baum. Wir sind endlich am Baum angekommen. Und hoffentlich ist das jetzt sowas wie der Baum des Lebens oder so. Naja.
Und das ist die Trauerweide aus der ersten Folge. Da, wo die Mutter begraben liegt. Das war auch eine Trauerweide, nur war sie grün natürlich. Und nicht weiß. Und hoffentlich ist das unsere Rettung. Oh, das haben die schnell hingekriegt. Aber der Große kann nicht mehr. Nein, Buffy, later. Mali? Komm schon, Kleiner. Balila. Es hängt alles von dir ab. Lauer die, lauer. Lauer, nein. Taya, Eli. Lauer, ja. Bleib hier. Ich komm wieder. Ich werde unsere gesamte Familie retten. Ich muss nur noch diesen Baum erklimmen. Alter Schwede. Ich hoffe für alle Kinder auf dieser Welt, dass ich hier gleich wieder runterrutschen darf. Schon schneller. Wir müssen nach oben, auf die Spitze. Egal wie schmal und wie eng und wie hoch, wie steil der Pfad ist. Wir laufen weiter. Ich hoffe nicht, dass uns die Äste hier in die Irre führen. Am Ende ist das eine Art Labyrinth. So, wo muss ich jetzt lang? Ah, ich muss hier lang. Die ersten Zweige der Trauerweide sind da. Was ist das? Hoffentlich kein Harpyennest oder sowas. Und wir haben ja so ein kleines Fläschchen oder ein kleines Säckchen von unserem Bruder bekommen. Und ich nehme mal an, dass wir diese Flüssigkeit da hineinfüllen müssen. Vielleicht ist es der Quell des Lebens. Und ich glaube, jetzt dürfen wir rutschen. Und Achtung! Yes! Oh ja! Alter, wie oft würde ich da hochlaufen, nur um das machen zu können? Ich weiß auch nicht, was an Rutschen so faszinierend ist. Ich glaube, die Geschwindigkeit. Na komm schon. Oh nein. Genau. Schon. Naya!
Komm schon, Kleiner. Einer lebt noch. Ist das jetzt ein Traum oder hat ihn der Regen geheilt? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Nein, es ist ein Traum. Ausgerechnet der große Bruder. So liegen lassen konnte er ihn nicht. Oh, Alter. Das muss ich jetzt selber machen. Ich kann nur noch so langsam gehen. Schneller kann ich nicht mehr gehen. Das Spiel schafft es echt jedes Mal immer wieder, mich zu überraschen. Es tut fast weh, das anzugucken. Und es tut noch mehr weh, das selber machen zu müssen. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Computerspiel jemanden begraben, obwohl ich schon so Unmengen Leute umgebracht habe. Aber begraben habe ich noch nie jemanden. Zumindest nicht aktiv. Es gab schon mal irgendwie Sequenzen bei einem Computerspiel, wo man an einem Grab stand oder so. Aber selbst aktiv jemanden zu begraben. Und jetzt hat ihn die Erde verschluckt. Jetzt hoffe ich, kommen wir nicht zu spät, um den letzten unserer Familie zu retten. Ein langer Weg war es, den wir beschritten haben, zusammen mit unserem Bruder. Doch zurück fliegen wir alleine. Thank you.
Der Rückweg ist immer einfacher als der Hinweg. Das kennt man irgendwie. Und vor allem, er geht auch schneller. Natürlich liegt das jetzt diesmal auch daran, dass wir fliegen dürfen. Hoffentlich war jetzt dieses Wasser, was wir geholt haben, auch wirklich das, was wir gebraucht haben. Das Wetter sieht nicht gut aus. Und ein kleiner Weg steht uns noch bevor. Doch den werden wir dann in der nächsten Folge, die wahrscheinlich auch die letzte sein wird, relativ wahrscheinlich, sehen. Insofern, wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.